Geht natürlich auch nicht. Puh. Also ich glaube nicht, dass wir das irgendwie schaffen können. Na toll. Wird nichts helfen. Aber wenn der so weit weg ist... Eiskelle dürfte doch helfen, oder? Ja. Sollte helfen. Und solange er so weit weg ist, kann ich hier relativ viel machen. Ich werde mal kurz verteidigen. War das vielleicht eine gute Idee? Au. Das tat weh. War aber durchaus zu halten. So. Naja. Schon okay. Wir halten einfach weiter drauf. Wir machen zwar nicht wirklich sonderlich viel Schaden, aber immerhin etwas. Müssen aufpassen, wenn er wieder das macht. Feuerodem ist ja alles okay. Das sage ich gar nichts dagegen. Okay. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen witziger. Und das natürlich. Bebender Zorn ist auch heftig. Weiß nicht so richtig, wie wir dem begegnen sollen. Wir brauchen einen Fernkämpfer, aber es gibt keinen Fernkämpfer, der nicht Mana brauchen würde. Okay, da hinten. Da ist Mana. Gib mir die Mana. Behalte schon mal Verteidigung. Thank you. Dann mache ich mal hier einen Zauber. Linde an der Hand. Auf mich selber. Weil ich egoistisch bin. Weil ich am Leben bleiben möchte. Und gleich nochmal. Okay. Dann los, Link. Boah, bebender Zorn. Doch nicht los, Link. Noch nicht los, Link. So rum. Bam. 10. Ja, doch, Link hat eine gute Verteidigung. Ja. Feuerodem. Au, das tut weh. Ich komme nicht an ihn ran. Ich brauche mehr Mana. Was? Mensch, Schweif. Au, achso, klar, natürlich. Flammenschweif ist okay, komm. Oh, shit. Feuerodem, ja, ich brauch Mana. Ja. Sonst komme ich da nicht weiter, sonst wird der Kampf noch einiges dauern. Vor allem ohne Esther. So gut, aber die Taktik war einfach falsch von ihr, von uns. Wie immer, wow. Ja, klar, wirf's auf die andere Seite. Ist ja nicht zu weit weg, um dahin zu laufen, oder? Reicht das? Oh, das war knapp. Ah, tu das doch nicht. Tu mir das doch nicht an. Einfach die ganze Zeit rumlaufen. Neben der Zahn. Ja. Bam. Ich glaube, ich nehme einfach gleich ein Item, was mir ein bisschen helfen sollte. Ich warte erstmal noch. Ist der Boss ja völlig okay? Yes. Super. Dann können wir auch mal wieder eine Eiskälte machen. Oder gibt es vielleicht was, was mehr Schaden macht? Wie sieht es mit Schockwelle aus? Nein, lohnt sich nicht. Wer hätte es gedacht? Huch, wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Behalten wir ihn halt mal draußen. Feuerodem ist okay. Ah. Solange er Feuerodem macht, kann ich ihn angreifen. Okay, jetzt aber bitte wieder weg. Nein. Okay. Nice. Na. Ah. Okay. Ah. Back. Wir haben nicht mehr viel HP. Wir sollten das schaffen irgendwie. Au. Solange wir jetzt nicht irgendwas einen Fehler machen. Zum Beispiel einfach nur dumm rumstehen. Das ist garantiert ein Fehler. 100 LP heilen ist kein Fehler. Okay. Very nice. Muss ich schon irgendwas machen? Nein.
Sonst können wir gerade nichts machen. Feuerodem ist aber völlig okay. Was sieht so aus, als ob wir... ja, wechseln sollten. Ah. Okay. Nicht getroffen. Shit. Okay, gut, 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 gut. Wem der Zorn? Ich kann nicht mehr aufhalten. Nope. Das könnte uns töten, eventuell. Nicht gut. 41, das tut weh. Ist nicht Weltens Ende, aber heftig. Lass uns mal kurz wieder uns sammeln. Feuerodem ist alles okay. Komischer Boss. Flammenschweif ist alles okay. Wird uns alles nichts umbringen. Wir brauchen nur mehr Mana. Wir haben keine Dingsmöglichkeit. Da irgendwie? Da können wir nur ausweichen. Na, die wird auch hingehen. Ist leider auch kein Fernangriff. Wir haben keinen Fernangreifer. Das ist ein Problem. Wenn es das überhaupt gibt in dem Spiel. Beben der Zorn. Verteidigen. Schon kapiert. Das war vorher nur Test. Aua. Ah, ist definitiv leicht, alleinig zu kämpfen irgendwie. Nicht so gut. Und die arme Esther, die wird da gegrillt. Hilfe. Nope. Lass mich bitte in Ruhe. So, dann mal los. Link. Nope, 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 nope. Hau einfach weiter drauf. So. Sehr schön, sehr schön. Wir sind immer noch hinter dem Gegner und Bebender Zorn sollte nicht arg viel machen. Mit dem dicken Schild. Yes. Wow. Oh, wenn wir uns vor ihm aufhalten, geht's auch. Geh mal her. Flammenschweif. Gerade noch so ausgewichen. Kann ich noch hier? Bitte. Sehr schön. Thank you. Und zurück. Okay. Du wirst wieder gleich irgendwas machen. Beben der Zorn. Man kann es vorhersehen ein bisschen. Aber das ist definitiv... Naja, langwieriger Bosskampf, weil Esther so früh starb. Aber... Ja. Genug erklärt. Scheiß auf Esther, wir machen das auch ohne sie. So. Und das brauche ich. Ganz dringend. Thank you. Okay. Wenn das so weitergeht, dann können wir da was ausrichten. So. Bisschen was. Solange er weiterhin Feuer oder macht, sehe ich da keine Probleme drin. Und Beben der Zorn einfach abwehren. Easy Boss. Just long. Und so eine heftige... Wieso zieht das mir sogar weniger ab? Ist okay. Hätte jetzt nicht gedacht, aber was soll's. Wir halten trotzdem schön uns auf verteidigen. Flammenschweif, ja natürlich, genau dann, wenn ich in seiner Nähe bin. Bam. Nice. Macht das mehr Damage, wenn ich auf seinen Rücken ziele? Was manchmal da funktioniert tatsächlich. Okay, jetzt habe ich aber keine Mana mehr. Jetzt muss ich wieder sammeln. Zorn. Come on. Tritt ruhig auf. Das macht uns auch nichts. Bam. Okay. Nein, 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 nein. Was tust du da? Fang jetzt nicht mit neuen Taktiken an. Ich bleib schön auf Verteidigen und sammle hier mein Leben ein, um zumindest das wieder zu bekommen. Feuerodem ist okay, es wird niemanden umbringen. Auch nicht hier. Ich weiß nicht, was genau die Reichweite ist, aber so passt alles. Krieg ich bitte wieder ein bisschen was an Mana? Nö. Nö, Game. Oh. I think the game dislikes me. Oh. Feuerodem, jo, jo, jo. Jetzt haben wir mal da hinten die Lebensorbs auf. Noch ist es da.
So. Feuerodem. Oh. Das ist Flammenschweif. Mal kurz verteidigen. Gut, passt. Und spielender Zorn. Nein, es hat nicht gereicht. Das ist schlecht. Oh, wieder 40 Damage. Halt doof, wenn er erst sowas macht und dann sowas. Ich soll es wirklich nur für bebender Zorn aufheben. Alles andere ist unwichtig. Feuerodem. Ich kann auch gerade nicht mehr heilen. Nehmen wir mal kurz Proviant zu uns. Einfach nur, weil es doch irgendwie wichtig ist, sein Leben zu behalten. Aber ich kann gerade nicht sagen, dass ich eine übergeordnete Taktik hätte, außer auf Mana-Kugeln zu warten, die nicht kommen. Verdammt. Ich möchte die Kämpfe ja nicht so langweilig machen, aber ich möchte das jetzt auch nicht mehr von vorne anfangen. Schon nicht den Punkt an, ab dem ich zu weit war. Irgendwie. Jo, jo, jo. Thank you. Greif ihn an. Perfekt. Au. Was tust du da? Ah. Sehr schön. Ah, Flammenschweif wirkt bei mir nicht. Also mit wirkt bei mir nicht, meine ich. Hm. Wirkt schon recht gut, aber nicht so. Egal. Dam-da-dam. Wirst eh gleich wieder dein Beben machen. Noch nicht, okay. Dann kann ich noch eine Eiskälte auf dich machen, schätze ich mal. Das war knapp. Ich hab gedrückt. Ihr habt's gesehen. Und ich bin in Verteidigungsposition. Sehr schön. Okay. So passt das alles. Dann holen wir uns jetzt hier noch die Mana zurück. Versuchen wir da irgendwie hinter ihn zu kommen. Wird wahrscheinlich einfach gleich wieder drauf stampfen. Verteidigen, bitte. Sehr schön. Und wechseln. Weil, wenn er jetzt wieder das Ding macht... Nein, passt. Okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Verdammt, da liegt ein Mana-Orb nebendran. Aber das war jetzt doch zu gefährlich irgendwie. So ganz leicht. Okay. Ah, sehr schön. Haben wir auch bekommen. Dann versuche ich mal wieder hinterhin zu kommen. Das sollten wir nicht schaffen. Ich muss echt manchmal mit beiden Händen an Joystick hantieren. Okay. Dann machen wir mal kurz einen Zauber, eine Eiskälte direkt hinter ihn. Das macht leider auch nicht so viel, aber wenigstens etwas. Nope. Bam! Einfach weiter draufhauen, wir haben eh keine Mana. Hallo? Könntest du... Was tust du da? Achso, du möchtest automatisch da vorne drauf. Bam! Boah, das war gerade noch so ein Moment von Adrenalin. Boah, zurück in die Lava. Bam! Haben wir überhaupt so einen Impact-Zauber? Offenbar. Boah, ist das mies. Erinnert mich sehr an Zelda. Bist schon windig. Sorry, Wind Waker und so. Woo! Ganz viele Stufen auf. Geist der Flamme. Was auch immer das ist. Wie wir den Trick stumpfe Schneide. Bam, 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 bam. Bereits Evolution. Heiße Luft, okay. Erlernt Trick, wollte ich sagen. Zeit über Magmar. Wie immer. Es hat aufgehört zu rauchen. Ich denke, wir haben es repariert. Du hast es geschafft, Oliver. Du hast Al-Kuwait gerettet. Ja, aber was ist mit Shaddaa? Eins nach dem anderen, Junge. Du bist noch lange nicht bereit, dich ihm zu stellen. Hast nicht die Macht gespürt, die ihm umgeben hat. Gruselig war das. Ich hatte solche Angst, dass er mir wieder ein Stück meines Herzens stehlen würde. Aber er hat uns einfach in Ruhe gelassen, oder?
Dann würde ich nicht so sagen, er hat diese vorigen Wächter gesteuert und du kannst darauf wetten, dass er für den ganzen Mist hier verantwortlich ist. Ist das wirklich das alles Schadawerk? Zwar? Klar war das. Wer sonst würde so eine miese Nummer abziehen? Wir hatten Glück, mit heiler Haut davon zu kommen. Das wusste ich nicht. Vielen Dank, dass du den Vulkan wieder verschlossen hast, Oliver. Aber du musst dich doch nicht bei mir bedanken, Esther. Natürlich muss ich das. Ohne dich hätte ich meine Heimat zerstört werden können. Du hast die Bewohner von Al-Kuwait vor einer Katastrophe bewahrt. Aber Esther, du warst ja aber auch nicht einfach nur eine Zuschauerin. Naja, eine Leiche. Lass dem ollen Reinherzigen hier nicht den ganzen Ruhm allein. Ich habe schon ein bisschen geholfen, ja, danke. Gut, sollen wir zurück nach Al-Kuwait? Ich will meinen Vater von unseren Abenteuern erzählen. Klar, erzählen wir ihm, wie wir tapfer wir sind. Oh, sehr schön. Zelda-Style, Teleport back. Ich würde aber sagen, da hier ja sowieso noch ein Speicherpunkt ist, schätze ich mal. Ist der noch da? Können wir da noch hin? Ansonsten, also ich würde jetzt gerne die Episode beenden, wenn das so angenehm wäre. Hä? Da, okay. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen anderen Displays. Ciao, Leute.